Doc, du bist ein Let's Player, ganz kurz gesagt, was ist das für alle, die es nicht wissen? Ja, ich bin daheim vor meinem PC, capture das mit Screen Capture Software, wenn ich meine Games zocke und teile das mit der Welt via YouTubes. Also die Leute können dir beim Computerspielen zugucken sozusagen? Ja, Tipps, Tricks und so weiter. Okay, cool. Was vielleicht in letzter Zeit dir vielleicht am meisten Spaß gemacht hat, ich weiß nicht, war vielleicht der Goat Simulator. Wir hatten den schon mal gezeigt. Und bevor du, und da möchte ich unbedingt deine Meinung wissen, uns die sagst, schauen wir mal kurz rein, wie dieses Spiel nochmal aussieht. Fantastisch. Bestes Spiel ever made. Also man rennt die ganze Zeit mit einer Ziege tatsächlich rum. Geht dieses Konzept auf? Also für YouTube ist es ein brillant. Die Leute lieben auf YouTube einfach so goofy Crap und das Spiel ist halt ist sowas von abstrus, dass es schon wieder gut ist. Wie viel Zeit hast du damit bis jetzt verbracht? Zu lange. Viel zu lange. Also ein kleiner Suchtfaktor ist da ja schon. Und dabei, vielleicht erklärst du kurz, was kann man da großartig machen? Man rennt einfach mit einer Ziege rum und das ganze Spiel basiert auf dem Spiel Skate 3, das eine vollkommen ausgebackte Physik-Engine hatte. Mhm. Und dann haben welche sich gedacht, wie kann man es noch abstruser machen? Gut, ersetzen wir den Skater durch eine Ziege. Ach Quatsch, ehrlich, so ist das entstanden? Ja. Das gibt's ja nicht. Aber die fährt dann nicht auf dem Skateboard rum? Nee, aber es gibt schon Halfpipes für die Ziege auch. Quatsch, im Ernst? Ja. Und sie kann auch Objekte anlecken, ne? Und die hängen dann an der Zunge und mit der kann man dann umher schmeißen. Ja. Frag mich nicht, das Geile ist ja, das Spiel kam ja am 1. April raus, ne? Also, das passt. Wo erstmal alle denken, die das noch nicht kannten, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist wirklich wahr und es ist erhältlich. Und vor allen Dingen, es gibt so viele Simulatoren, ja? Es gibt ja auch hier Gabelstapler-Simulator und so weiter. Ja, das ist ja, wenn du den Thumbnail von dem Spiel anschaust, das ist ja auch eine Parodie für das alles. Es gab Landwirtschaftssimulator und das ist genau derselbe Schriftzug, dasselbe Style. Also das ist eine Parodie für alles Mögliche. Das ist gute Arbeit, ja. Okay, Leute, wenn euch das gefallen hat, abonnieren, kommentieren und es gibt auch noch mehr.